Moin Moin zu einer weiteren Folge Ellerbach mit Story. Ja, kurz außerhalb der Story. Ja, jetzt Samstag kommt ja die Deutschlandkarte raus. Wir sind am Überlegen, wenn wir jetzt immer weiter spielen hier, weil auf der V2 muss man safe einen neuen Spielstand anfangen. Und wenn ich jetzt immer weiter spiele, dann muss ich ja immer wieder mehr aufbauen, bis ich den Stand wieder habe auf der V2 dann. Und deswegen bin ich am Überlegen, dass das jetzt erstmal von Ellerbach das letzte Video sein wird. Aber nichtsdestotrotz, Ellerbach wird wahrscheinlich wiederkommen. So, jetzt geht's weiter in der Story. Ja, heute machen wir Zwischenfuchteinarbeiten, aber nicht mit unserem eigenen Trecker. Hat andere Gründe. Der 7810er John Deere von uns ist in der Werkstatt. Deswegen haben wir jetzt den Fendt 828 vom Lohnunternehmen. Und unser Renault hängt schon mit unserem Gewicht. Und dran, weil danach wollen wir das Feld pflügen. Erst muss ich was ab, dann pflügen was. Und ja, es gibt weitere Informationen. Unser IAC hat endlich die Konsole ist angekommen, haben wir auch schon angebaut und der Frontlader ist auch schon da. Wir gehen mal kurz rein. Ja, der Bassklinkenlader ist jetzt da. Wir haben ja noch keine Anbaugeräte, aber die sind ja nicht so teuer. Da müssen wir mal schauen, was wir da holen. Wahrscheinlich nur einen Beinspieß. Weil Silagebein werden wir da schlecht mitfahren können. Außer wir rüsten über den Klinkenlader auf den hydraulischen um. Bin ich nicht so der Fan von, weil die hydraulischen Gerätschaften einfach zu schwer sind für den Frontlader. Es geht, ja klar. Aber muss ja nicht unbedingt sein. Weil wir haben ja hier ganz schöne Trümmerhaufen. Ne? Wenn man hier so sieht, unsere Schaufel hier zum Beispiel. Aber eh die Schaufel oder die Ballenzange und so, ne? Das wiegt ja alles schon ein bisschen was. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eben ganz kurz am Shop hin. Und den Deutz haben wir ja auch abgegeben, den DX-Vorführer da. Den DX631. Also, wie gesagt, das ist jetzt innerhalb der Story. Und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt den 828 und werden dann anfangen, unsere Zwischenfrucht abzumulchen in den heutigen Video. Und ja, dadurch, dass der Renault keine Frontzapelle hat und nur in Heck den Mulcher haben wollte, hätte können und der IAC auch, habe ich mich dazu entschlossen, vom Lohnunternehmen den 8820 zu fragen, ob ich den haben kann. Und ja, das ist jetzt somit geschehen. Jetzt ist er hier und damit fahren wir jetzt los. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei der kommenden Zeitraffer. Und ja, nochmal außerhalb der Story kurz. Wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir das mit den Silo-Füllständen und so machen, ob ich den Hof wieder so hinkriege. Aber das wisst ihr alle schon. Wie gesagt, Samstag ist auf jeden Fall Livestream wieder und Sonntag auch. 19 Uhr auf Twitch. Am Samstag werden wir uns wahrscheinlich die Deutschlandkarte angucken im Livestream und vielleicht auch ein bisschen den Hof einrichten, wenn wir es hinkriegen auf dem DT-Server hier. Und ja, zur Not gehen wir auf den Community-Server, haben wir ja auch noch einen, wo man zocken kann. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter in der Story. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der folgenden Zeitraffer und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Sí.
Die Rise, die Ankohlen.
the still of the night, gazing up at the sky. When the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason, just let the world embrace us. In the silence, we are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to let you run light through, I'll be there to help you shine.